Moin Moin, herzlich willkommen liebe Zuschauer, Let's Play Alice 17 am heutigen Sonntag, die erste, und zwar natürlich unterwegs auf der 2.4. Wobei, jetzt muss ich gerade sagen, es ist noch nicht mal die Testversion, es ist die richtige 2.4. Aber ich habe schon für 2.5 so ein paar kleine Fehler behoben, wie auch schon im Stream gestern erwähnt, ne? Düngerproduktion ist gefixt. Dann fahren wir hier rum. Schweinestall auch. Ja, und so weiteres. Was machen wir heute? Erstmal bringen wir hier unsere ganzen Paletten Richtung Lager. Dann wollte ich mal gucken, ob wir ein paar schöne LKW-Ladungen irgendwie uns zusammenstellen können. Das wäre so wie Joghurt, Edeka, Lidl, Zucker, Edeka haben wir nicht. Joghurt, Lidl, Stadion, Bierfass. Und dann ein bisschen was zusammenkriegen. Da sind die Preise aktuell ganz gut. Alles über 50% sozusagen, dass wir da mal ein paar schöne Ladungen fertig machen. Und mal für Geldnachschub sorgen. Und dann müssen wir schon mal gucken, welches Feld wir uns als nächstes leisten. Ich meine, es ist hier oben immer ganz praktisch für die Zuckerfabrik sozusagen Feld 6 oder 7 zu haben. Und da ist ja praktischerweise sogar Zucker angepflanzt hier nach den neuen Fruchtsorten. Und dann hätten wir sogar noch ein bisschen Geld über. Vielleicht, wenn wir jetzt hier einen großen Stil... Ups, nein. Danke. Wenn wir dann... Ups, ja, genau. Von einer Seite, von der nächsten Seite kommen wir hier immer noch wieder raus. Wird nicht einfach werden. Wir könnten noch einmal kurz die Autos rausnehmen. Alles andere, glaube ich, würde jetzt ewig dauern. So, dann können wir uns ja viel schneller befreien. Ich mache es aber aus Spannungsgründen. Ups, ja, wieder rein. So. ...63.000 verkaufte Milch, 21.000 Fahrzeuge minus, 5.000 Tierhaltung, 200 Kreditzinsen, wir haben ein bisschen Kredit. Wusste ich gar nicht mehr. Sehen wir uns eigentlich auch fast in der Lage dazu, das Ganze mal zurückzuzahlen, den Kredit, aber nicht so wild. Auf jeden Fall die Milch, ne? Also das gibt ja schon richtig, richtig Geld so langsam. Vielleicht sollten wir den Bestand noch vergrößern. Am besten verdoppeln, so nach dem Motto, dann haben wir 120.000 Milcheinnahmen pro Tag. Das wäre doch mal nice. So, wir laden am besten auf der Plattform direkt ab und fahren hier einfach durch. Hinterer Trailer, gleiches Spiel. Jo. Auf der Plattform einfach und ab dafür. Ihr seht, also im Doppelgespann geht es gerade noch, im Dreiergespann wird es hier natürlich nichts mehr. Und ich würde auch schon überlegen, wenn ich neue Produktion bald einbaue, wie ich das hier im Palettenlager noch unterkriegen kann. Wird irgendwie erstmal schwierig. Wahrscheinlich muss das Palettenlager weiter nach rechts ausgebaut werden, dass noch zwei neue Lagerhallen da entstehen für maximal eben 8 neue Produkte. Hier vorne weiß ich, ist ja noch ein frei, hier vorne ist noch, sind noch zwei frei, aber das war es dann auch. Und dann werde ich auch Probleme kriegen hier mit dem Palettenspawner, ne? Also ich sag mal, zwei oder so kriegt man hier vielleicht noch unter. Dann müsste das alles vielleicht nochmal zusammengestaucht werden. Das, dann gibt es hier keine wirklichen Lücken mehr zwischen den einzelnen. Dann kriegt man vielleicht nochmal, kann man nochmal einen gewinnen. Also zwei, vier Paletten, würde ich behaupten, wären hier maximal noch möglich. Viel mehr ist hier nicht rauszuholen. Ja, Bierkasten, Bierfass ist leer. Und Quark, Butter, Sahne. Milch, Joghurt ist ja auch leer, das hatten wir auch schon verkauft beim letzten Mal. Zucker haben wir gar nicht. Hackschnitzel beim Palettenverkauf wäre gut, aber haben wir ja nicht. Wir haben keine Möglichkeit bisher, die Hackschnitzelpaletten herzustellen. Da bräuchten wir dieses komische Gerät. Das kostet aber auch Geld, lohnt sich nicht. Hopfen am Hafen, Kompost im Depot ist derzeit sehr gut. Was macht denn der Kompost? Da hat er noch Stroh. Also wir hätten hier noch Stroh. So ist es nicht. Jetzt muss nur einer hier reintragen. Ja, bleib ja nur ich übrig, wa? Also. Rohstoffe, Abfall.
Erzeugnis Kompost. Immerhin 81.000 Kompost liegen doch hier. Dann sollten wir bei meiner Gelegenheit hier mal vorfahren. Ich würde noch mal schnell so ein paar Ballen reinschmeißen. Oder wir holen uns noch mal einen Frontlader hier, Traktor, der immer 3-4 auf einmal nehmen kann. So geht es ja auch ganz gut. Aber wir haben die Zeit aktuell so schnell, dass wir wahrscheinlich gar nicht so viel reinschmeißen können, wie er verarbeitet. Und dann können wir damit nochmal schnell ein bisschen Geld machen. Ein bisschen Stroh für den Kompost. Weil von hier reicht es natürlich nicht. Ups. Der kommt auch weg. Ja gut, der Ball liegt eben anders. Ja, haben wir denn überhaupt einen schönen Frontlader hier? Nö, haben wir gar nicht. Wäre aber ganz praktisch. Das ist keiner. Wo haben wir denn überhaupt einen? Außer den Radlader. Wasser. Brauchen wir nicht Wasser für die Bäckerei? Ich erinnere mich. Wir fahren mal mit dem Pack hier Richtung Bäckerei. Ja, zieh. Hat ein bisschen Startschwierigkeiten. Ist ja auch der kleine Traktor, ne? Ist nicht der kraftvolle. Wir lassen die Zeit über Nacht wieder so schnell laufen. Hat natürlich die Sache, wir haben wieder eine ganze Reihe Paletten dann irgendwo fertig. Aber wir haben auch bald wieder Licht. Die Brauerei müsste ja eigentlich auch gut produzieren jetzt, ne? Ja, also das 100.000er Fortuna-Fass mit einem kleinen Traktor zu ziehen ist echt schwierig. Ihr merkt, er kommt gar nicht in Quark. Gibt Vollgas die ganze Zeit. Jetzt bald. Hat die Maximalgeschwindigkeit erreicht. Dann müssen wir schon wieder von der Bremse, weil hier die Kurve ist. Ich dachte, ich könnte mal schnell hier nachgucken. Aber das lassen wir lieber. Ziehen lieber durch. Ah, genau, da hatten wir auch schon eine ganze Menge Bier verladen. Bierkisten. Ja, wir werden heute, am heutigen Sonntag, unsere Produktion wieder auf Vordermann bringen. Ne? Überall soll ein bisschen produziert werden, soweit wie es geht. Immer wieder einen kleinen Stand haben. Damit wir wissen, ob wir die Woche über da was machen müssen. Bunkersilo ist fermentiert. Ach, das kleine am Hof. Für Mischfutter, ne? Ups. Mal Mehl ist hier nämlich, dann kann auch wieder Brot hergestellt werden. Dann fahren wir mit dem Tank nachher vielleicht weiter, holen uns nochmal Wasser am Klärwerk ab. Das ist sowieso die Ladung überhaupt hier, wa? Oh, da haben wir noch mal dreimal Fass. Ich wollte, glaube ich, nur noch warten, bis er voll ist, oder wie? Das ist ja pures Kapital, was wir hier haben. Ups. Wir rechnen bei 6.000 pro Palette. Jede Palette bringt an die 30.000. Und hier sind ja ein paar Paletten. X, das war der vordere. X, der hinteren. Also
schon mal ganz schön. Achtung, vorsichtig, nicht, dass es runterkippt. Schön weiten Wendekreis. Wie sieht es hier? Können wir schnell gucken. Stopp. Hier ist auf jeden Fall noch Hopfen genug. Hier ist auch noch ein bisschen Hopfen. Hier ist auf jeden Fall noch gut Gerste und auch noch Weizen. Also die Produktion dürfte rund laufen. Auch hier müsste ein bisschen was sein in der Halle. Genau, 4 Stück. Schmeißen wir hier hinten noch rauf. Ja, wie gesagt, so ein bisschen unsere Produktion mal aufräumen hier. Ups. Molkerei, ich hatte nämlich schon, da kann natürlich jetzt über Nacht sich auch wieder ein bisschen was gesammelt haben, aber insgesamt müsste es noch gehen. Ich glaube, 3 Paletten würden hier noch mehr raufpassen. Bierkasten bei Lidl ist aber aktuell super Preis. 7.000, also 35.000 oder so eine Palette. Und wir hätten hier immerhin 1, 2, 3, 4, ach, fahren wir durch, oder? Das sollten wir nutzen. Wasserstände, so wie es aussieht, von hier sind die noch im grünen Bereich. Also fahren wir jetzt einmal ins Zentrallager, lagern um. Viel Bierkisten ist es leider nicht, aber 7, wie sehe ich das jetzt richtig? 7 Paletten immerhin. Wären 200.000 Einnahmen. Wäre ja schön, ne? Umso größer kann das Feld werden oder umso mehr Geld haben wir, um uns dann bald 2 Felder schon zu kaufen, 2 kleinere. Na, Mehl ist hier schon wieder recht voll. Und es wird langsam hell. Das ist hier die morgendliche Lieferung. Vielleicht kann Lidl ja noch irgendwas anderes ganz gut gebrauchen. Bringen wir dann beides dahin. Schön aufholen, ansonsten wird das nichts. Ist auch so schon knapp. Wieso hängt das? Schafft er so nicht, ne? Tut sich nichts. Okay, umgehen mit dem Bier. Mensch, 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 Mensch. So, alles leer. Dann können wir hier zum Glück gleich wieder rückwärts raus. Wir machen mal die Geschwindigkeit wieder auf unsere mal 5 Geschwindigkeit. Gucken nochmal über Taste Ende. Bierkasten bei Lidl. Joghurt wäre gut bei Lidl, haben wir aber nichts mehr auf Lager. Pflaume ist auch noch in Ordnung. Also Bierkasten und Pflaume. Schöne Mischung. So, setzen wir nochmal neu an. Oh, für ein bisschen Geldnachschub sorgen hier. Der erste Trailer. Taste X für beladen. Einigermaßen gerade davor. Dann holen wir erstmal hier die Bierkasten raus. Das ist echt, nee, Bierkasten oder was? Bierfass? 100.000 Bierkasten. Dann haben wir hier ja 20 Bierkastenpaletten auf Lager. Ist das jetzt richtig gesehen? Bierkasten. Potz. Das holen wir alles raus.
Mal gucken. Pflaume, ja. Ist auch immerhin 10.000 pro Palette. Na, da werden die sich ja freuen hier mit Höchstpreis aktuell. 7.089, der absolute Höchstpreis. Wir können natürlich ein bisschen gucken, läuft der Preis noch weiter nach oben oder läuft der Preis wieder runter. Wir sehen, wie schnell das Teil jetzt beladen wird. Alles gut. Wir holen erstmal die ganzen Bierdinger da raus und gucken, was wir noch Platz haben. Und dann packen wir noch ein bisschen Rest Pflaume oben drauf zum Beispiel. Ja, hier, ne? Unser Lager wird wieder geräumt. Gut, man hat also eine große Nachfrage ist jetzt natürlich nicht. Man hätte auch vielleicht noch warten können, wenn es eine große Nachfrage gibt, hätten wir noch ein bisschen mehr Geld rausholen können. Aber ich glaube, auch so sind wir da schon mal gar nicht so schlecht davor. So, haben wir die beiden hier. Das nervt mit dem, ne? Das machen wir auch nicht nochmal. Das nervt echt. Mal gucken, Zellstofffabrik. Da waren wir noch nicht. Haben wir es noch nicht geguckt. Wie sieht es hier aus? Hier wird auf jeden Fall nichts produziert. Und was sagt die Anzeige? Die Anzeige sagt, leere Paletten sind minimal noch da. Wasser ist noch da. Hackstitzel ist noch da. Der Palettenpapier-Spawner ist voll. Oh ja, hier müssen wir dringend mal was tun. Papier verkaufen, würde ich sagen. Wir können auch ein bisschen was zur Molkerei bringen. Jetzt nehmen wir erstmal ein bisschen was raus, dann kann die zumindest die Produktion hier wieder starten. Das würde ich aber auch zum großen Teil zum Palettenverkauf bringen. Dann machen wir da auch noch ein bisschen Geld. So, passt schon. Und Karton nehmen wir auch mal zwei hier weg, damit die produzieren kann. Da haben wir uns ja auch länger nicht drum gekümmert, würde ich behaupten. Aber jetzt mit so einem großen LKW gespannt gleich. Macht das doch Sinn. So. Gucken wir nochmal nach unten. Das Sägewerk arbeitet auch nicht, weil Brennstoff ist ein bisschen da, Holzstämme ist ein bisschen da, Hackschnitzel ab, also Raum von der Produktion ist voll. Der Haufen hier mal wieder. 150.000, da unten ist auch voll, also wir müssen auch nochmal Hackschnitzel verkaufen. Hört ja nix. Auch 150.000 voll. Hier ist sogar noch ein bisschen was drin, Holz wäre auch noch da. Leerpaletten. Gut, haben wir hier noch unser Lager. Da steht noch die ganze Reihe. Wissen wir das auch. Molkerei hätten wir noch. Auch hier gucken wir mal schnell mal rein. Wird aktuell nicht produziert, weil es keine Papierpaletten gibt. Ja, okay, dann passt das doch. Und Milch auch nicht mehr so viel. Ja, dann haben wir nachher noch was vor für die nächste Folge. Ich danke euch erstmal für jetzt und freue mich über eure Unterstützung, über jedes Like. Und dann bis später und tschüss.